Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich von der Glossy Box und das ist die September-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box habe ich im Jahresabo, zahle 12,50 Euro pro Box, beziehungsweise, ja, also, ja, pro Box, genau. Und hier hast du drin 5 Produkte aus dem Bereich Beauty und du hast hier meistens etwas höherpreisigere Marken drin und ich mache schon mal den Deckel auf. Genau, ich bin gespannt. Achso, wir haben hier schon mal den Teaser drin. Ja, der Glossy Box Adventskalender ist da, Leute. Yay! Man kann ihn auch, glaube ich, als Glossy günstiger bekommen. Genau, und wenn du, hey, wenn du 3 Adventskalender kaufst, dann sparst du auch. Und wenn du 2 kaufst, sparst du auch. Witzig. Ja, das werde ich nicht machen. Ja, also ich habe ihn noch nicht bekommen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sich drin verbergen wird. Und hier haben wir dann tatsächlich den Blick in die Box. Nicht wundern, meine Nägel sind ganz furchtbar. Ich war im Garten heute und jetzt belohne ich mich gerade mit ein paar Unboxings. Adventskalender wurden schon geöffnet und jetzt ist die Glossy Box dran. Genau. Ja. Das ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Produkten, die drin sein könnten, weil in jeder Glossy Box kann es durchaus sein, dass da unterschiedliche Produkte drin sind. Das heißt, wenn du die Glossy Box selber auch bekommst, kann es sein, dass du andere Produkte drin enthalten haben wirst als ich. Mir kommt übrigens gerade ein sehr, sehr guter Duft raus. Hat was von Naturkosmetik, sehr angenehm der Duft tatsächlich. Ich möchte aber zuallererst einmal schauen, was die sich da überlegt haben, weil die stecken ja auch immer ganz viel Mühe in diese Magazine rein. Ne? Glossy Spa Edition, ich glaube jeder von uns hat auf YouTube diese Werbung auch immer mal wieder gesehen. Wurde mir ständig eingeblendet, ne? Das ist ja ständig. Glossy Box ist jetzt gerade in der YouTube-Werbung mega, mega vertreten. Maximale Entspannung mit deiner Glossy Spa Edition. Wann hast du das letzte Mal eine bewusste Pause eingelegt? Halt kurz inne, schließe deine Augen und stell dir vor, wie schön es wäre, einen ganzen Monat lang Wellnessurlaub zu machen. Oh, Baby, ja. Boah. Mit den Essentials unserer Glossy Spa Edition brauchst du dafür nicht einmal dein Zuhause verlassen. Schenke dir unvergessliche Me-Time-Momente, denn nach einem langen, sonnenintensiven Sommer ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Widme dich ausgiebig der Pflege deiner Haut. Neue Inspirationen zum Optimieren deiner Beauty-Routine findest du in der September-Box. Neben pflegenden Must-Haves entdeckst du auch ein unentbehrliches Tool in deiner September-Box, das die Ausstrahlung und das Aussehen deiner Haut boostet. Zeig uns auf Instagram, bla 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 bla. Übrigens, mehr Ideen und Neuigkeiten rund um deinen Beauty-September findest du in unserem Online-Magazin. Ja, viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Vielen Dank, liebes Glossybox-Team. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr hier so drin haben werdet. Ich gucke auch mal auf den Teaser für Oktober. Da erwartet uns die Midnight Fantasy. Das wird auch roh. Das interessiert mich sehr. Übrigens, heute ist der 10. September und da ist dieses Ding online gekommen. Die Barbour Sonderedition. Genau, die habe ich auch bestellt. Ich bin gespannt, wann sie eintrifft. So, in die Box schauen, Claudi. Ich bin noch ganz fertig von dem Tag heute. Doch. Okay, wir haben hier ein Seidenschleifchen, was einmal die ganzen Geschichten schön zusammenhält, damit die nicht so rumfliegen. Ein Seidenpapier, was durch einen Klebi verschlossen wird. Das öffnen wir und rückstandslos entfernen. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Jo, gucken wir mal. Was bist du denn? Powered by Plants. Dove Deodorant, zertifizierte Naturkosmetik mit Eukalyptus. Ich glaube, das war das Produkt, was eben so gerochen hat, oder? Sehr interessant. Zerstäubertechnologie, besser für die Umwelt. Okay, wenn das so ist. Okay, das sprüht auch ein bisschen mehr so und nicht so. Oh, jetzt habe ich es aber irgendwie eingeatmet. Boah, der Eukalyptus und der Alkoholduft kommt gerade sehr gut raus. Das war gerade sehr nass. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann auch schützt, ob das schützt. Oh Gott, ist mal wieder zukriegen. Bin ich gespannt drauf, ne? Aber das ist nicht so unbedingt mein Duft gerade gewesen. Das war so, boah, ich habe es einmal kurz auch eingeatmet und so. Das war nicht so bombastisch. 99% natürlichen Ursprungs, ohne Aluminiumsalze und dermatologisch getestet. Ne? Und jetzt wird's Claudi getestet. Langanhaltender Deo-Schutz, Pflege pflanzlichen Ursprungs. Läuft bei ihm. Ja, stellen wir es mal neben den Fuchs. Ich habe jetzt da Herbstdeko und da oben auch Herbstdeko
Und da auch Herbstdeko. Ich dekoriere herbstlich. Ich gebe alles, Leute. So, das nächste Produkt ist hier. Übrigens, das passt für mich jetzt nicht unbedingt zu Spa, um ehrlich zu sein. Gut, nächstes Produkt. Eine Repairing Hand Cream von Feel Free. Cosmos Natural. Ja, das passt auf jeden Fall zum Spa-Feeling, also zum Spa-Gedanken. Das sieht auch hier mit dieser Holzkappe sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr gemütlich, finde ich. Mit Sweet Almond Oil, also quasi mit Mandelöl, Orangenöl, Kamillenextrakt und Vitamin E. Ja, eine reparierende Handcreme. Kann ich aktuell sehr gut gebrauchen, aber ich habe jetzt eben erst eine Handcreme geöffnet. Eine neue, die ich eben schon ausprobiert habe und eben drauf gemacht habe und die tat auch richtig gut. Deswegen geht die auf jeden Fall erstmal zu meinen Backups. Luvos Heilerde Clean Peel Mask. Das ist auch voll mein Ding. Reinigt Poren tief, klärt und beugt Irritationen vor. Mag ich richtig gerne. Ne? Also ich mag die Luvos Masken sowieso richtig gerne. Das sind einfach sehr hautfreundliche Produkte, sehr angenehme Produkte, die ich gerne verwende, auch mir immer wieder gerne nachkaufe. Und deswegen finde ich schön, dass sie drin ist. Sie peelt sanft, glättet zart. Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Verfeinert das Hautbild, das ist nett. Und mit Soforteffekt. Schön. Mit Aprikosensamen ist die hier jetzt. Nice. Wird auf jeden Fall demnächst mal getestet, weil ich habe hier so eine kleine unreine Stelle in meinem Gesicht und die möchte ich ausradieren. Okay, wir haben tatsächlich jetzt mehr als nur 5 Produkte drin, Leute, ne? Denn ich habe hier in der Box allein noch 4 Stück drin und da stehen schon 3. Krass. Wir haben 7 Produkte in der Box. Was ist hier los? Compete Fersenpflaster. Ja, das hatte ich letztens erst in der Blackbox Men auch mit drin. Also das habe ich jetzt doppelt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so das Problem mit Blasen an meinen Fersen. Bei mir ist es eigentlich viel mehr, wenn ich viel laufe, dass ich das so am kleinen Zeh so bekomme. So, ne? Da, oder unterm Fuß vor allem. Das ist immer eine ganz böse Stelle, finde ich. Ja, da habe ich das jetzt nicht so. Liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen Sport mache. Abgesehen von 4 Stunden heute im Garten gewesen. Das ist mein Sport. Nicht unbedingt rückenfreundlich, aber es war Sport. Ja, nett. Hat für mich aber auch nichts mit Spa zu tun. Das hat für mich wiederum sehr viel mit Spa zu tun. Und ich habe es letztens gesagt und mir wurde auch drunter kommentiert, hä, woran machst denn du das fest? Es ist wieder die Zeit, wo die Boxen wieder mehr Ampullen reinpacken. Und wir haben hier Ampullen drin von Barbour, die Perfect Glow Ampullen, für Ausstrahlung und Feuchtigkeit. Ich finde die sehr, sehr gut. Das ist, ja, Hydration heißen die, glaube ich, dann auch. Ne? Also das sind halt die blauen von Barbour. Da habe ich auch welche aktuell bei mir im Badezimmer stehen. Das sind 7 Stück und das ist gar nicht mal so günstig. Deswegen finde ich es cool, dass es mit in der Box drin ist. Das ist definitiv ein Spa-Feeling, meiner Meinung nach. Ja, haben die gut gemacht. Muss ich wirklich mal an dieser Stelle erwähnen. Aber Leute, die Box ist noch nicht leer. Ne? Wir haben hier von Melusine Paris etwas drin. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Box drin. Das finde ich gerade ein bisschen interessant. Kommt mir sehr, sehr bekannt nämlich vor. Oder wir hatten da von der Marke was schon mal drin. Ich weiß nicht, ja. Das hatten wir schon mal in einer anderen Box drin. Okay, ja. Und zwar haben wir hier einen Jade-Roller drin. Oder einen Edelstein-Roller. Das muss ich gleich mal nochmal nachschauen. Wir hatten letztens in der Goodiebox aber auch schon einen drin. Und zwar, wo du oben und unten so einen Roller dran hattest. Den fand ich noch ein Stückchen besser. Der ist auch bei mir in aktueller reger Anwendung. Das heißt, den werde ich demnächst mal verlosen oder in einen selbstgebastelten Adventskalender packen für Freunde, Familie und so weiter. Das ist eine schöne Geschichte, so ein Roller. Aber man muss sich doch immer wieder daran erinnern, den zu verwenden. Also ich muss das auf jeden Fall, ne? Okay, der ist auch in jeder Box tatsächlich mit drin. Damit kannst du auch dein Serum einarbeiten, die Ampullen kannst du damit einarbeiten. Oder wenn du zum Beispiel eine Maske gemacht hast und dann halt noch das Serum auf dem Gesicht hast, von der Tuchmaske zum Beispiel, kannst du das schön damit einarbeiten. Der soll 18 Euro kosten, das ist krass. Und der ist in jeder Box mit drin, das ist auch ganz interessant. Aber ich sag mal so, wenn man einen Jade-Roller hat und wenn man noch nie einen hatte, ist es auf jeden Fall eine coole Nummer, dass der jetzt in der Box drin ist, oder? So, und das letzte Produkt, was wir hier mit drin haben, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das ist von Yves Rocher Sensitive Chamomile. Leichte, beruhigende Gesichtspflege mit dem Extrakt der echten Kamille für empfindliche Haut. Und ich meine wirklich, dass wir das schon mal in einer Box mit drin hatten. Ich weiß aber nicht, in welcher. Ich glaube nicht, dass es eine Glossy-Box war, dass es sich quasi jetzt so doppelt. Hallo, machst du mich wieder heller, liebe Kamera? Mach das Licht doch mal an da. Jo. Und das ist einfach eine Creme, würde ich mal so sagen. Ich packe das jetzt auch nicht aus, weil ich das dann auch weitergeben werde. Dann wäre es blöd, wenn ich es jetzt ausgepackt hätte, finde ich, ne? Übrigens, die Barbour-Ampullen und die Handcreme hat jeder drin. Ja, das ist eine Creme, ne?
Kaum spürbar legt sich die leichte Textur dieser Pflege auf dein Gesicht. Basierend auf einem zu 100% pflanzlichen Aktivstoffduo aus echter Kamille spendet die Creme sofort Feuchtigkeit, beruhigt empfindliche Haut und mildert Spannungen, Rötungen sowie andere unangenehme Hautgefühle. Natürlicher Kamilleduft inklusive. Morgens und abends auf das Gesicht sowie den Hals auftragen und sanft in die Haut einarbeiten. Das ist soweit so gut. Ja, so viele krass geile ultimativen Alternativprodukte wären jetzt hier im Heftchen auch nicht mit drin gewesen. Was sage ich jetzt zur Box? Habe ich ein Spa-Feeling bekommen? Unterm Strich, mit allen Produkten zusammen, schon. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist jetzt tatsächlich so irgendwie eine Pflege für den Körper. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe auch gesehen, man hätte alternativ so eine Fußmaske drin haben können. Das wäre eine ganz gute Nummer gewesen. Aber irgendwie, irgendwas für den Körper fehlt mir. Ein schöner Körperbalsam, der den Körper pflegt. Ein schönes Körperpeeling oder sowas. Das wäre irgendwie cool gewesen, weil das hat auch was für mich, ein bisschen mehr was mit Spa zu tun. Also hier wurde sich doch sehr auf das Gesicht beschränkt, ne? Dass man da halt diese ganze wohltuende Geschichte bekommt. Aber die Lady, die hier abgebildet ist, die ist tatsächlich auch in einem Bad. Natürlich habe ich keine Badewanne, aber man hätte auch was Alternatives nehmen können oder irgendwelche schönen Düfte, irgendwelche, eine schöne Kerze oder sowas wäre auch ganz cool gewesen, dass man halt ein bisschen mehr in diesen Spa-Flow reinkommt. Das wäre, ne, dann hätten die mich auf jeden Fall mehr gecatcht. Aber ich möchte eigentlich nicht meckern, weil wir haben 7 Produkte bekommen. Das ist echt krass, oder? Also hammermäßig, wie viele Produkte da jetzt in dieser Box drin waren. Und ich denke auch, der Warenwert wird dementsprechend krass hoch sein. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig abgeholt worden. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!